Wir haben es gehört, rote Ecke. BC Budweis, Adam Richter. In der blauen Ecke aus dem BU-Favoriten Jabrail Elsanov. Peace up, A-Town. Jabrail Elsanov. Ja, der marschiert über das Podest ein, erstmalig. Jawohl, jawohl. Ja. Wir warten ab, sind gespannt. Und wieder eine Moderation von der Seite. Einmal 2 Minuten. So, die Handschuhe werden überprüft. Ist der Zahnschutz drinnen? Der Helm ist auf. Ringrichter. Budweis waren über Jahre treue Gäste. Ein sehr traditionsreicher Verein. Round 3. Sogenannten Rechtsausleger, wollte ich sagen. Ja, Manas Budweis ist ein Rechtsausleger. Nein? Ja, es ist eindeutig. Ja. Und wieder. Ja, Rot ist auch flink. Blau verschanzt sich in der Deckung. Nein, die Hand hängt sehr tief unten. Er wartet auf den Counterpunch sozusagen. Ja. Kommt eine schnelle Führung und er schlägt auch hart. Aber man muss sich erst darauf einstellen. Versucht es mit Einzelschlägen. Ja, ein sehr starker Mann. Sucht sich jetzt eigentlich jagen und arbeitet sich wieder hin. Aber er muss natürlich auch mal treffen. Nicht nur andeuten mit der Führhand. Ja, trifft jetzt 1-2 mit der Schlaghand. Führhand, Schlaghand, 2 Zähler und weicht auch geschickt aus. Der Mann in Blau ist sehr kräftig, versucht die Dinge auszutänzeln und einfach mit schweren Händen zum Erfolg zu kommen. Er trifft auch jetzt mit der Schlaghand. Wie Boxen gegen Rechtsausleger, eben mit, bevorzugt mit der rechten Schlaghand hinter der Malerslage. Das tut er jetzt auch, lässt die Hände bewusst unten. Und Rot, auch beeindruckt von der Schlaghärte, wartet zu. Hat aber die Hände immer schön offen. Er trifft wieder, ja. Ja. Owe, owe, ich hoffe, es kommt noch wieder. Ja.
seconds out. Round two. Hat jetzt die Doppeldeckung oben und verschanzt sich und hofft halt einmal schwer zu kontern. Bam, weite Schwinger, das ist Kraftboxen. Ja, Rot ist sehr beweglich und schlau, weiß, was ihm blüht, wenn einmal in seinen Schwinger hineinläuft und er zieht sich geschickt zurück. Geht zurück. Ja, aber im Moment ist es so, dass eigentlich immer Blau die Außenbahn boxen, weil er deutlich kräftiger ist. Der boxt auch, wie man sagt, on the back foot, er wartet auf seine Chance. Blau greift, Vorsicht. Eins, zwei, Schlaghand auch zum Kopf, drei. Hand, zu viel gewartet. Wer zu lange wartet, den bestraft das Leben. Vor allem in diesem Sport. Ja. Bei nur dreimal zwei Minuten hat man wenig Zeit, sich einzugrooven, sondern man muss aufs Ganze gehen. Ja. Doch noch ist nicht da. Fernsehen in Rohrbach, Dorf TV, auf dem Dorfe. Das möchte Rohrbach. Seconds out. Round three. Abgekontert, doch jetzt trifft Blau mehrfach. Er geht aufs Ganze und er trifft wiederholt. Jetzt wird gezählt. Ja, jetzt wird gezählt. Ja. Allerdings ist wieder die Linie finden. Jetzt hat natürlich Blau Selbstvertrauen. Aber Rot war eigentlich recht geschickt im Rückwärtsgang, trifft jetzt ständig im Rückwärtsgang. Ja, allerdings die Schläge wenig Wirkung, während die harten Hände von Blau durchaus Wirkung zeigen. Doch wenn es Rot schlau ist, trägt er die Runde auch nach Hause. Und dann ist es 2:1. Ja, ja, sehr geschickt geboxt, auch jetzt frisst er viel. Ja. Und wieder weg. Das hätte auch anders ausgehen können und das geht auch für Blau nicht lange gut. Wir warten auf die Urteilsverkündung. Referee stops contest. Sieg durch RSC. Ja.
Box-Union Favoriten mit dem zweiten Sieg. Die weite Reise hat sich gelohnt. So, es geht weiter. Das war der erste Gast aus Budweis. Der nächste Kampf.